Na gut, raus hier. Dieser Jahrmarkt ist echt ganz schön komisch. Leute, die andere Leute umbringen, Glücksspiel, Händler, den abzocken, ein richtiger Jahrmarkt halten. Also, hier war der Händler, hier waren die beiden Magier, hier war Glücksspiel. Was ist da oben? Gucken wir da noch mal rein. Aber der Sinn dieses Jahrmarkts scheint es echt nur zu sein, Gold zu verlieren. Aber naja, momentan haben wir ja was über, also ist ja schon in Ordnung. Wer bist du? Ich habe die besten Preise diesseits von Kami. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Habt ihr Interesse an etwas aus meinem Sortiment? Ich habe mich bemüht, die Preise trotz der Knappheit mancher Waren niedrig zu halten. Okay, noch ein Händler. Mal gucken, was der uns unterdrehen will. Lass sehen, was ihr anzubieten habt. Aber das ist wenigstens ein normaler Händler und nicht so einer wie der vorhin. Verkaufen wir erstmal unsere Sachen. Das kann alles weg. Oh, 400 Goldmünzen für einen Trank. Was macht der? 15 HP zusätzlich. ETW 0 plus 0. Oh, okay, den sollten wir behalten. Gegengift auch. Die haben alle nichts zu verkaufen. Roter Trank, jeder Trank. Wie viel haben wir für die bezahlt gehabt? Habe ich gleich wieder vergessen. Gucken wir uns mal kurz an. 50% Magieresistenz. Vielleicht kann man das irgendwann nochmal gebrauchen. Ja, so einer bin ich. Das kann man bestimmt irgendwann nochmal gebrauchen. Und alles wird voller gestopft. Ja. Noch haben wir kleine Rucksäcke. Das ist ein bisschen ärgerlich. Im zweiten Teil ist das wesentlich besser gelöst. Mit den endlosen Säcken. So, was haben wir hier? Stärke 25 für 24 Stunden. Dafür der Rest. Mu. Na gut, wir könnten das dann zum Beispiel Düne hier geben. Der kann sie 24 Stunden richtig viel schleppen. Und Geschicklichkeit und Konstitution brauchst du ja eh nicht so unbedingt, weil sie nicht getroffen werden sollte. Im Idealfall. Also behalten wir den Trank auch. So, jetzt schauen wir mal, was er im Angebot hat. Oh, teure Sachen. Schutzarmut plus 1, aber 4000 Goldmünzen fast, das ist ganz schön happig. Paar Spruchrollen. Nee, nicht wirklich. Können wir mal identifizieren. Wir haben hier immer noch die Robe, ne? Kann sie nicht. Na gut. Oder eher. So, nächstes Zelt. Mal gucken, was jetzt kommt. Oh, ein Halbling. Zecke. Und er wurde nicht auf Deutsch synchronisiert. Kommt her, eilt alle herbei. Seht euch die kriegerische Jungfrau aus Stein an. Niemand weiß, wie lange sie schon im Stein gefangen ist. Für nur 500 Goldmünzen könnt ihr es als Erste herausfinden. Für diese geringe Summe gebe ich euch eine magische Schriftrolle und damit könnt ihr die Jungfrau aus ihrem steinernen Verlies befreien. Denkt nur an die Dankbarkeit, die sie ihrem Retter entgegenbringen wird. Vielleicht ist sie eine Prinzessin aus fernen Landen. Oder vielleicht auch eine mächtige Zauberin auf der Suche nach einer Konkubine? Zauberin auf der. Na gut. Ihr könnt euch eure Unwissenheit nicht leisten. Kauft die Schriftrolle. Also, wir haben schon ein paar schlechte Erfahrungen hier auf dem Jahrmarkt gemacht. Heißt, das wird wahrscheinlich auch wieder eine Abzocke sein. Aber was wenn nicht? Was wenn wirklich einfach versteinert wurde? 500 Goldmünzen ist eine Menge Gold. Aber nee, wenn er wirklich immer versteinert wäre, das. Nee. Aber sicher, gebt uns die Schriftrolle. Das werdet ihr nicht bereuen. Hier ist die Schriftrolle. Und ich wünsche euch alles Gute. Auf Wiedersehen. Und da ist die versteinerte Frau. Die scheint wirklich versteinert zu sein.
Nuggetiersonne bei euch sein? Ist doch sicher voller Ungeziefer. Okay, Düner hier hat gerade wohl einen kleinen Banter hier mit Minsk. Ich nehme euch eure Bemerkung nicht übel. Ihr versteht einfach nicht die Bande zwischen Bu und mir. Ja, und das war's auch schon. So, aber jetzt zu der Frau im Stein. Beim eisigen Atem Aurils. Schön, neue Gesichter zu sehen und in Freiheit zu sein. Ich bin Branwen, Kriegerin und Priesterin von den Nordheiminseln. Ich bin schon seit Ewigkeiten hier im Felsen gefangen. Ihr habt mich gerettet. Und mein Leben steht in eurer Schuld. Bei Tempus, ich habe noch nie eine Schuld ungezahlt gelassen. Lasst mich euch in eurem Kampf unterstützen, denn ich werde euch eine wertvolle Verbündete sein und die Gunst des Herrn der Schlachten für unsere Sache gewinnen. Wir haben eigentlich schon eine volle Gruppe. Ja. Ich brauche eure Dienste nicht. Ihr seid frei und solltet lieber machen, dass ihr wegkommt. Das klingt aber ganz schön unhöflich. Also nehmen wir mal, wir sind immer auf der Suche nach einem neuen Krieger. Ich freue mich, eurer Kriegstruppe anzugehören. Ihr werdet eure Entscheidung nicht bereuen. Ein Wort der Warnung vorweg. Nehmt euch vor dem Hund nach, der mich versteinerte. Hund? Tranzig nannte er sich. Er war im Dienst einer Söldnergruppe, aber ich kenne ihren Namen nicht. Ich will ihn tot sehen, bevor ich die Küste der Heimat entblicke. So, jetzt schmeißen wir sie gleich wieder raus, hm? Denn Khalid und Jahira gehören zusammen. Und das ist auch noch so eine Verbindung zu Gorion, die wir nicht unbedingt lösen wollen. Genauso wie Imul, mit der wir aufgewachsen sind. Und Minsk und Düna hier gehören, soweit ich weiß, auch zusammen. Ja, dann muss sie wohl... Obwohl, ich kann mal versuchen, Minsk rauszuwerfen. Weil ihn brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben ja schon 1, 2 und mit Girugon 3 Krieger. Ein Vierter ist ein bisschen viel. Entscheidung. Nee, Minsk ist cool. Sie muss leider wieder weg. Wir haben gut und tapfer gekämpft. eigentlich nicht. So Tempus will, werde ich vielleicht eines Tages einmal wieder an eurer Seite kämpfen. Ja. Na gut, aber die 500 Goldmünzen waren jetzt schon mal nicht verschwendet. Wir haben jemandem das Leben gerettet. Und dafür sind Paladin ja auch da. So. In dem Zelt waren wir noch nicht und hier oben ist auch noch was. Das artet ja richtig in Arbeit aus, der Jahrmarkt hier. Und wie gesagt, teuer, ne? Schon wieder 500 Goldmünzen weg. Und noch ein Händler oder bist du der gleiche Händler? Nee, du hast eine blaue Hose an. Der andere war grün. Ich hoffe, euch gefällt der Jahrmarkt. Die Zeiten sind nicht schlecht, trotz der seltsamen Geschichte mit der Mine und diesen lästigen Räubern. Wie kann ich euch dienen? Das war in der Tat eine nette Abwechslung. Was für Waren bietet ihr an? Okay, er scheint wohl der Waffenhändler zu sein. Hat er irgendwas Besonderes? Pfeile der Durchbohrung. 2 Pfeile für 127 Goldmünzen. Uff, nee. Hat Düne hier noch genug Steine? Ja. Vielleicht kann er aber die beiden Roben identifizieren. Ja, sogar recht günstig. Normalerweise kostet es ja 100 Goldmünzen, ne? So, das ist eine Schurkenrobe. Na gut. Und das? Schutz vor Elektrizität. Aber besser als gar keine Robe, würde ich sagen. Widerstand gegen Elektrizität 20. Blitzschlag wird recht häufig benutzt, also wäre das gar nicht mal so schlecht. Und die Schurkenrobe plus 1 gegen Spaltwaffen. Und gegen Tod plus 1. Na, unsere Magier dürfte eigentlich nie in Nahkampf kommen, dann gebe ich ihr lieber die gegen Elektrizität. So. Die andere können wir verkaufen. Und weiter geht's. Hier scheint nichts mehr zu sein. Also gehen wir da oben hin zu dem großen Zelt.
Ja, kommt schon. Schön kuscheln. Er scheint auch so eine Art Waffenhändler zu sein. Hm? Alle meine Sachen sind echt. Hallo, ihr dort. Ihr seht mir aus wie ein echter Abenteurer. Ja, das sind wir. Braucht ihr nette Ausrüstung? Meine Preise mögen zwar ziemlich hoch sein. Aber was soll ich tun, wo das Eisen doch gerade so knapp ist? Ja, knapp, genau. Du mich auch. Ja. Hat nichts Ordentliches, aber wir können hier unsere Sachen verkaufen. Schurkenrobe weg, der Schild kann auch weg. Sind wir wieder bei 2300. So. Und das müsste jetzt eigentlich gewesen sein mit dem Jahrmarkt, oder? Habe ich mich verguckt. Ah ne, geht noch weiter. Aber da kann man nirgendwo rein. Ach, das werden wahrscheinlich die Zelte sein von den Betreibern von dem Ganzen. Die müssen ja auch irgendwo schlafen. Also schicken wir mal Imran los, ein bisschen schnüffeln, ob hier irgendwo was zu holen ist. Aber ne, die wissen schon ihr Gold zu behalten. Obwohl da sind Kisten. Aber auch jemand, der die Kisten bewacht. Nee, du gehst doch bestimmt gleich wieder weg. Na komm, husch, husch. Hehehe. So können wir auch unser Gold wiederbekommen. Wir sind nicht da, wir sind nicht da. Ansprechen, wer hätte auch was zu sagen. Ich habe allein im letzten Monat 10 Stück Vieh verloren. Er scheint wohl nur ein Gast zu sein, wie wir auch. Komisch, dass sich die verdammten Bauern, Räuber plötzlich mit Viehdiebstahl die Hände schmutzig machen. Vielleicht wurde es auch einfach gerissen und nicht gestohlen. Naja. Achso, da waren nur 2 Schwerter drin, die brauchen wir nicht. Und eine große Truhe. Schon besser. So, dann gehen wir mal noch hier kurz gucken. Und danach sollten wir uns wieder auf den Weg machen. Ich meine, es war schön und gut, eine kleine Abwechslung hier auf dem Jahrmarkt, aber wir wollen ja schließlich Abenteuer erleben und nicht Geld verprassen und einkaufen. Nö, hier ist nichts. Und das hier ist einfach nur ein Feld. Aber ich werde das Gebiet hier trotzdem erforschen. Diesmal werde ich jedoch nicht pausieren, sondern ich werde ganz normal weiter aufnehmen. Und die langweilige... Was macht denn der Magier da mitten auf dem Feld? Was ich gerade sagen wollte. Und die langweiligen Parts, also wo ich einfach nur rumlaufe und aufdecke, da werde ich die Zeit ein bisschen komprimieren. Mal schauen, wie das rüberkommt. Das ist, denke ich, mal ein bisschen besser, als einfach nur so abrupt Pause zu machen und dann tauche ich plötzlich am anderen Ende der Karte auf. Ist dann, glaube ich, ein bisschen kohärenter. So. Mal gucken, was der hier zu sagen hat. Hallo, kommt her und willkommen. Ihr seid in der großen Gatsep-Show gelandet. Mit eurem einzig wahren großen Gatsep. Lasst mich euch den erstaunlichen Upa vorstellen, den einzigen explodierenden Oger der Welt. Ein explodierender Oger? Achso, er beschwört ihn. Und der explodiert nicht, weil es die deutsche Version ist und keine Gewalt dargestellt wird. Ja, toll. Spaß für die ganze Familie. Also probieren wir diese beliebte Nummer nochmal. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Ogre ihn gleich angreift. Naja. Ihr seid entweder ein treuer Anhänger oder ein Sadist, lieber Freund. Nein, Upa, nur noch einmal, ein letztes Mal, dann könnt ihr wieder ins Zelt. Upa legt die Waffe weg. Upa? Ah? Okay. Ja, sag ich doch. Oh, 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 oh. Heldenhafter Tod? Nächster heldenhafter Tod. Ist er gerade in Berserkerwut verfallen? Also, ich kann ihn nicht mehr steuern. Heil deinen Mann mal schnell, der ist wahnsinnig geworden. So, Geogon auch? Nein, nicht dich selbst, du. Komm, schnell, schnell, schnell.
Ich will ihn nicht wiederbeleben müssen. So, alle rauf da. Wo will er jetzt hin? Das war ein böser Upa. Wo ist der Magier jetzt hin? So lobe ich mir das. Erstmal ein Oger beschwören, der wild auf die Zuschauer losgeht und dann einfach abhauen. Ist er hier rein? Ne, schaut nicht so aus. Einfach abgehauen, der Feige Sack. Wenn ihr reingeht, seid ihr arm. Na gut, also wie gesagt, ich werde jetzt einfach weiterlaufen und die langweiligen Stellen Zeit komprimieren. Meine Muse soll nicht zu euresgleichen sprechen. Und da lag sie bleich und blutleer neben mir. Wehe den Elfen, sagte ich. Wehe all denen, die auf diese Lichtung traten. Im Englischen mag das jetzt vielleicht noch gut rüberkommen, aber deutsch übersetzt reimt sich da gar nichts mehr. Na gut. Kommt und seht, wie ich vor euren Augen verschwinde.